Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 2 auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Nandos. Ja, und wir befinden uns im Kraftwerk. Man hört es, ja, es ist ziemlich aktiv dabei und funktioniert noch nicht so ganz richtig. Und ich würde sagen, wir schauen uns doch hier erst einmal ein kleines bisschen um. Ich glaube, hier können wir noch das ein oder andere mitnehmen. Ja, wenn Schlurfi Hannes uns da mal ranlässt an die Sachen. Gut, das hat sich natürlich voll gelohnt, weil hier ist nun mal gerade mal gar nichts. So, ich check lieber mal meine Ausrüstung durch. Ja, das ist immer zu empfehlen. Du kannst nicht hin, weil Schlurfhannes ist im Weg. Und irgendwie ist wieder alle. Die haben mich jetzt umrundet. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, toll. Das ist, nein, ich wollte nicht mit dir sprechen. Das wär's erstmal. Ich wollte dich einfach nur zur Seite schieben. Das war meine Intention. Wenn das denn mal hier klappen würde. Sehr gut. Noch nicht weit genug weg. So, jetzt vielleicht. Ja, sehr schön. Gut, gucken wir erstmal da rein. Kommt immer alle wieder hinterher. Da ist nie was drin. Kommt immer alle schön hinterher gekrabbelt. Was mache ich denn jetzt? Dingensbums zu. Wie sieht es denn hier aus? Wahrscheinlich wird in dem Regal auch nichts sein. Genau. Aber erstens, man darf nichts unversucht lassen und zweitens, man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Ja. Obwohl, ich glaube, langsam verlässt mich da doch der Mut. Das sind die leersten Regale, die ich irgendwie bis jetzt je erleben durfte. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das große Buch der Wissenschaft. Ja, immer her damit. Das können wir gebrauchen. Bei der Gelegenheit. Guck mal hier ganz kurz mal rein. Wissenschaft 28% ist jetzt nicht so der Riesenhammer. Insofern. Ja, mit das Büchlein. Ab sofort hast du das jetzt nur noch mit das Büchlein. Und so, wir haben neue wissenschaftliche Informationen bekommen und Wissenschaft immerhin jetzt auf 35, besser als nichts. Ja, hier sieht es natürlich, das ist mehr als mau, ist auch nicht so toll, aber immerhin und alles andere, könnte besser sein. Ist das eigentlich alles? Nee, das sind noch, mehr Fähigkeiten, ne? So, Dietrich ist nach wie vor, ja, schlecht stehlen, ne? Reden war so, bin ich auch nur auf 35%. War vielleicht so doch nicht die beste Wahl, aber naja, egal. Gut, wir müssen damit leben. Schauen wir mal. Ich mache kurz Folgendes. Erstmal hier wieder umschalten. Vorsichtshalber. Speicher Mann und Sohn. So. Und, ja. Kann man von den Leuten irgendwie Dingenskirchen Sachen bekommen? Oder ist das hoffnungslos? Der hätte ein bisschen Geld. Hat sogar funktioniert. Ich bin baff. Manchmal geht's nicht. So, und auch wenn ich euch hier nerve, aber speichern tut Not. Und jeden Erfolg, den man irgendwie hat, ne, den muss man sofort entsprechend festhalten. So, wir haben den Plasma-Transformator. Ich glaube, dieser Typ da vorne, der hatte noch welche. Nur das war mit dem Stehlen bei dem nicht ganz so einfach. Wir haben dann diese Brennstoffzellensteuerung. Das ist für das Auto notwendig, glaube ich. Hydroelektrisches Teil. Was war das nochmal? Moment. Dies ist ein hydroelektrischer Magnetosphärenregler. Okay, das ist... dieser Chip steuert den Fluss des Kraftstroms in den Elektromotoren eines Autos. Alles klar, das ist also definitiv für den Wagen. War das?
das jetzt? Jürgen, ich glaube, das war für den. Das war für den, für den, für den, für den. Ja, jetzt bin ich hier drauf. Für das Kraftwerk und für den Reaktor vielmehr und diesen Plasma-Transformator, den konnten wir auch noch irgendwo verwenden. So. Ich glaube, den brauchen wir für den einen Typen. Der da, der da, der, 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 der Ausrüstung zu tun hatte. So, Moment. Ach, da ist er ja schon. Nee, Quatsch, mit dem wir hier, der da Waffen aufrüsten konnte und so, das war die Geschichte. Allmächtig, eigentlich brauche ich nichts. Ich will mich nur mal umsehen. Tschüss. Ich brauche was von den Vorräten. Kann ich durch irgendwas machen in diese Richtung? Ach nee, der braucht dann irgendwelche Papiere und so, ne? Nee. Brauchst du, ja, genau. Ich entsinne mich. Da war doch was. Genau. Okay. Das können wir uns sparen. Ich kann euch ja mal versuchen. Ich habe mich auf Stehlen gedrückt. Und dann auf ihn. Ich wollte nicht den Rechner da beklauen, den Computer. Versuchen wir es damit mal. Sehr gut. Ja, wie gesagt, manchmal geht's nicht. Ich meine, mich in Sinn zu können. Ich habe das schon mal versucht und da hat es nicht geklappt. Aber egal. Diesmal hat es funktioniert und das alleine zählt. Muss man nämlich zwei von den Teilen. Geld hatte der gute Kollege auch noch dabei. So, klappt das auch? Hervorragend. Auch das wird natürlich sofort dokumentiert. Gut, wie sieht es überhaupt aus? Gewichtstechnisch geht es. Wir haben von diesen Plasma-Transformatoren haben wir jetzt zwei. Dann geldtechnisch glaube ich, sieht es ganz gut aus. 2229. Dann können wir uns das Auto leisten. Wir sollten früher oder später mal in Richtung den uns auf den Weg machen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Kaputte Computer, irgendwelches Gerümpel, leere Metallregale. Okay, das ist also erstmal nichts. Genau, kommt hier mal alle ein bisschen näher ran. Dann ich gerade so in Klaulaune bin. Und ja, ich mache vorher wieder diesen. Einfach um mir entsprechende Wege dann auch sparen zu können. Gucken wir doch mal, was der Kollege hier so hat. Kommen wir da ran. Ich sehe Schlüssel, ich sehe Geld, ich sehe Munition, ich sehe Stimmpack, ich sehe ganz, ganz, ganz viele Sachen. Das hat funktioniert, sehr schön. So, damit hätten wir einen weiteren Schlüssel. Ist ja nicht hundertprozentig, ob wir den brauchen, aber, was ich da an diese komischen Schlüssel mitnehmen kann, nehme ich mit. So, ganz ruhig, mal mit Ruhe, dann dort nicht aufregen. So, nochmal ran an den Mann. Die nächste Keycard. Und? Das Glück ist mir weiterhin hold. Wir haben jetzt zwei Keycards von dem bekommen können. Wie sieht's denn mit anderen Dingen aus? Nein, öffnen will ich den nicht. Also, das würde wahrscheinlich ekelhaft werden. Ich versuch's mal mit dem Teil. Ich werde bekloppt, ob das geht. Damit haben wir ein Stimpack umsonst bekommen. So,
Steampack. Er hatte noch Munition dabei. Millimeter SKG. Jo. Wenn ich es nicht selber verwenden kann, dann kann ich es verkaufen. Funktioniert. Der ist ja so leicht zu bestehlen. Das ist ja echt super. Kraftwerk speichern. Ja. So. Und natürlich versuche ich dann auch noch. Hallo? An das Geld. Ganz überrisslos. Ah, verklickt. Komm, die 9 Dollar, die nehmen wir auch noch mit, wenn das gehen sollte. Das hat funktioniert. Ich ganz kurz gezögert, weil ich dachte irgendwie, oh, der greift da gerade zu seiner Waffe, aber nein, war alles gut. Ja, den Apfel oder was da war, denn wird das. Das lasse ich mal. Gut. Wie sieht es mit den anderen beiden Typen hier aus? Ich bin jetzt in Stehlenlaune. Und ist natürlich, dass ich jetzt direkt vor denen stehe. Ja, das war klar. Oh. Ein bisschen nach. Du bist gestorben. Deine Mission, den Garten Eden zu finden und in dein Dorf zurückzubringen, ist gescheitert. Ja, ich weiß. Ich bin untröstlich. Gut. Wahrscheinlich ist es unklug, wenn man vor den Typen steht. Aber hinter denen zu stellen, ist problematisch, weil das nur die Wand. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwie durch die Gegend schieben kann. Könnte das mit dem versuchen. Immerhin wäre da so theoretisch die Möglichkeit gegeben, sich da von hinten irgendwie ranzuschleichen. Versuch, mach klug. So, auch hier ist natürlich, ne, Steampack immer die erste Wahl. Ja gut. Speichermann und Sohn. Okay. Okay. Dann, wenn wir schon mal dabei sind. Drong. 20 Dollar, die will ich gerne mitnehmen. Auch dieses ist mir gegönnt. Der glücklichste Namdos auf der Welt. So, und ein drittes Mal langen wir zu. Munition. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. So. Was sagt denn unser Inventar? Ja, das sieht ganz gut aus. Magazin kleinkalibriger Munition. 5 mm Stahlkerngeschoss. Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe dafür keine Waffe. Aber das kann sich A ändern. Was hier mit dem Teil? 10 mm. Na, da kommen wir nicht mit klar. Die ist eine 0,44. Dann habe ich nur noch eine Schrotkanone. Und das war es dann auch. Jede Menge 2, 23er. 44er Magnum. Die Geschichte. Ja gut, ne, also das hier könnte man dann entweder verkaufen oder tauschen, je nachdem, was sich da so anbietet. Boah, was man hat, das hat man erstmal. Sehr gut, das freut mich. So, dann würde ich sagen, ja, gehen wir einfach mal hier unten lang. Und wie gesagt, ich will mich erstmal umschauen, bevor ich die andere Sachen mache. Und erstmal so nach dem Motto gucken, abgreifen, dass man eventuell abgreifen kann. Und dann schauen wir uns mal irgendwann den Reaktor an.
Entschuldigung, kurz respawnen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wahrscheinlich auch nur Schrott. Könnte ich mir vorstellen. Genau, kaputten Computer. Ein Tisch, den man als solchen kaum noch bezeichnen kann. Und ansonsten jede Menge Gerümpel. Machen wir es direkt wieder weg. Aus hier. Bringt weiter nichts. Das hier ist der Bereich, wo der Spaß losgehen wird. Ansonsten hier haben wir noch weitere Räume, die wir noch nicht inspiziert haben. Glaube ich. Oder waren wir da schon überall? Moment. Ich glaube, in einem von beiden waren wir zumindest schon mal. Was ist denn hier los? Warum geht er nicht weiter? Vielleicht auch nicht. Ach, hör auf. Noch eine Keycard? Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. So, selbst wenn ich die nicht brauche, verbrauchen sollte, was wir haben, haben wir. So, Momentchen mal eben. Okay. Und einmal Hallo sagen. 10 Dollar haben oder nicht haben. Das funktioniert. So, der schlurft gerade von dannen. Dann schlurf ich mal in den nächsten Raum. Hier hätten wir ein Regal rumstehen, in dem genau eine blaue Keycard. Wow. Blaue Schlüsselkarte. Auch die nehmen wir natürlich mit. Gut, dass wir uns hier noch mal so ein bisschen umgetan haben. So. Hier war ich auch noch nicht drin, glaube ich. Hallo, willst du hin? Da spielt die Musik. Da ist aber nichts drin. Okay. Na gut, machen wir den Laden wieder dicht. Sollst du noch? Und raus aus dem Haus. Gut, sehr schön. Weiß ich natürlich nicht, welchen ich von den schlurfenden Leuten da schon abgegraben habe, weil die sehen alle ein bisschen gleich aus. Entschuldigung, aber ist so. Gut. Oha. Jede Menge Wachen. Tag, Herren. Willkommen im Kontrollbereich. Okay. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ah ja, okay. Da brauche ich wahrscheinlich entsprechende Keycards für, die wir jetzt dabei haben. Wenn ich da entsprechend anwenden könnte. Vermute ich mal. Vielleicht muss ich auch vorher etwas mit dem Knaben da vorne sprechen. Ich versuche mal. So. Erstmal speichern. Sicher ist sicher. Und dann werden wir uns jetzt mal um das Kraftwerk hier kümmern. Also, ne, um die Reparatur desselbigen. Joe und zurück. Bist du falsch abgebogen? Also, ich bräuchte noch Angaben, wo ich woanders hinkomme. Mir war so, als hätte ich Leute gesehen, die hier wohnen. Ist das denn sicher? Ja, wir mögen die kleinen Strahlungslecks hier irgendwie. Die verstrahlten Ghouls mögen das wirklich. Ohne die Lecks würde sich hier keiner so richtig wohlfühlen. Mhm. Ja, interessant. Ich habe da noch eine andere Frage. Also, ich bräuchte noch Angaben, wo ich woanders hinkomme. Und was suchst du? Den Reaktorkontrollraum, den Versorgungsraum, den Roboterkontrollraum oder den Reaktorkern? Versorgungsraum wissen wir, Roboterkontrollraum, interessant. Ich frage erstmal hier nach dem Reaktorkontrollraum. Zum Reaktorkontrollraum gehst du durch die Tür rechts
von der Tür, durch die du in das Gebäude gekommen bist. Dann gehst du am Ende durch eine Tür vorbei an der gelben Sicherheitstür, dann rechts. Für die Sicherheitstür brauchst du allerdings eine Keycard. Ah, Moment. Also, Tür rechts. Dann gehst du am Ende durch eine Tür vorbei an der gelben Sicherheitstür. Dann rechts. Für die Sicherheitstür. Ja, okay. Wo komme ich die? Die haben wir ja schon. Danke, das ist alles, was ich wissen muss. Tschüss. So, okay, ja, das ist dann hier der Bereich. Mutig, ich mache ihn stark. So, Keycard, das ist die rote, ne? Genau. Wir brauchen aber eine von den gelben. Moment. Ansonsten, wir werden es herausfinden. Du sperrst die Tür auf. Ja, wunderbar. Dann wir drücken mal weiter. So, hier ist weiter nichts, außer eine weitere Tür. Die wir aber ganz einfach aufbekommen. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Ich glaube, hier ist nur Gerümpel. Ansonsten weiter nichts. Ja. Gut. Ja, lieber Kollege, würdest du dich so ein bisschen verkieseln? Das würde mir sehr helfen. Dankeschön. So, da haben wir einen weiteren Eingang, wo wir aber auch keine Tür für brauchen. Oh. Was hat denn hier Schönes? Du siehst Maschine, du siehst eine Gestalt, deren Haut stark verbrannt ist, du siehst Computer. Computer ist kaputt. Ich speichere mal vorsichtshalber. Jo, will ich. Kraftwerk ist immer noch aktuell. Können wir mit diesem reden? Ist das langweilig? Diese Messgeräte funktionieren sowieso nicht. Okay, mit ihmchen. Das Uranium geht uns allmählich aus. Mhm. Okay, Uranium. Was mit ihm? Ich hoffe, wir bekommen bald eine neue Lieferung Uranium aus Broken Hills. Gut. Hier ist ein Durchgang. Komm ich da ran? Diese Tür. Hallo? Achso. Meine ganzen Kollegen stehen wieder im Weg. So, hier kommen wir einfach so rein. Aha. Ich sehe. Röntgen rum. Den muss ich unbedingt haben. Er glüht im Dunkeln. Wahrscheinlich der Verkaufsschlager. Dann Gamma Gulp Bier. Nehmen wir auch mit. Und das ist Nuka Cola, ne? Ja, die kann er behalten. So. Bei der Gelegenheit. Ich werde hier noch 10.000 Mal speichern, aber da müsst ihr jetzt durch. Das ist mir jetzt egal. Sicherheit geht vor. Apropos. Ich schleife mich mal leise von hinten an. Jürgen von Dingenskirchen. Ich nehme erstmal hier eine ganz wichtige. Oh. Ja. Du wirst erwischt. Das ist das Nimke. Super. Kannst du mal stehen bleiben? Danke. Also, das mit den Anschleichen hat prima funktioniert. Meine Hypothese, dass die das nicht so schnell mitkriegen, wenn man von hinten kommt, scheint auch unfällig zu sein. Ich probier's nochmal. So, krabbel. Ist
Weg. Okay. Sehr schön. Sehr schön, das hat zwar funktioniert.